Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, warte, ich muss mal kurz mal gucken, warum mein Mikrofon nicht hat. Da dachte ich, habe das ein bisschen leiser gemacht. So, probieren wir es mal so, vielleicht ist es so besser. Ich muss ein bisschen hier mal wieder drehen am Rad. So, wir sind ein Teraflop schon wieder drüber, das ist der Wahnsinn. Aber wie viel haben wir jetzt hier schon probiert? 123, okay. Also haben wir rein theoretisch sogar einen guten Durchsatz. Nicht schlecht. Not bad, not bad. So, Forschung haben wir letztes Mal gleich noch am Ende geschaut. Oder habe ich das alleine geschaut? Ich weiß gar nicht. Wir sind hier quasi hier. Wir können noch ein Rechenzentrum erforschen. Das werden wir jetzt auch noch machen. Weil das wird uns helfen. Hier müssen wir Atommüll sammeln. Und danach können wir die Mikrochip-Produktion und alles anfangen. Ich glaube, das wird sich dann nicht alles verbessern in dem Fall. Wir hauen in dem Fall nicht auch relativ viel hier raus und machen hier relativ viel. Warum geht das runter? Alter, schaut euch das an. Was passiert hier? Wie viele Tonnen sind das? Ich bin echt gespannt, wenn wir hier durch sind. Also das war schon... Das ist ein Megaprojekt. Das ist wie, als ob du einen Damm bauen würdest oder sowas. Gut, ich habe vorhin euch Kommentare bekommen, so jetzt lasst mich mal kurz gucken. Die habe ich heute erst, sagen wir mal, gelesen. Beziehungsweise, ich glaube, gestern Abend, aber es passiert leider gerade relativ viel. Deswegen, Robo hat mir wieder gesagt, ich soll mir das nochmal anschauen mit dem Atomkraftwerk. Da kommen noch weitere Sachen dazu, die Platz brauchen. So wie die Lager. Und dann kam von Kaioschutz 5740. Grüße, kleiner Tipp. Mit dem angereicherten Uran leg lieber große Lager an und spar dir das an. Denn später benötigst du das Ganze nie dem besseren Atomkraftwerk und dem Brüter. Aber wahrscheinlich brauchst du das für das bessere Atomkraftwerk und den Brüter. Okay, also sollte ich das dann ansparen. Ja, okay, warte mal, lass mich mal kurz gucken, wie war das hier? Ja, aber das angereicherte Uran. So, warte. Jetzt muss ich mich selber wieder reinfinden. Es sind wieder Tage, die vergehen und ich habe keinen Plan, was passiert ist. Genau. Also, hier kommt Säure rein. Säure läuft hier rein. Hier läuft Uranerz rein. Uran wird verkleinert und läuft auch hier rein. Hier wird zerkleinertes Uranerz mit Säure verbindet, um Yellowcake zu schaffen und giftigen Schlamm. Der giftige Schlamm wird abgepumpt und in unsere Filteranlage getan, dass wir gerade vorne separieren. Hier haben wir Gestein, das hier geteilt wird, um Fluorwasserstoff herzustellen. Fluorwasserstoff plus das Uran geht hier rein. So. Das abgereicherte Uran. Kann ich damit was fangen? Chemiefabrik, Plutonium aufgerechnet dran. MOX-Brennstäbe. Das kann man nutzen. Das meint ihr, glaube ich, oder? Brutmetallbrennstoff mit Salz in der Chemiefabrik. Und damit... Schneller Brutreaktor. Okay. Wait, what? Abgereicht so ran. MOX-Brennstäbe. Mache ich da draußen aus? Kann ich einen Kernreaktor 2 mit betreiben? Mit abgereichertem Uran. Holy shit. Und dann verbrauchtes Mox. Strahlungsbelastung. Kann ich mit Säure, geschmolzenem Glas und Salz zu Brutmantelbrennstoff machen und zum Spaltprodukt. Ein Spaltprodukt wird in 100 Jahren zu strahlungsfreiem Abfall. Okay. Also sollte ich das da echt nicht das hier, das ist Schlacke. Aber das, was hier hinten rauskommt, aufheben. Das angereicherte Uran brauchen wir ja. So, jetzt aber wieder zurück zum Thema. Das kommt hier rein, das angereicherte Uran. Oder der Rest wird dann hier in so eine Zwischenlagerstätte oder so das Produkt gebracht. Ich hoffe halt echt, dass ich nichts vergesse, aber hey, das ist die Herausforderung, ne? Das ist eine teure Anlage und wenn die funktioniert und funktioniert sie, dann freue ich mich. Und ansonsten habe ich verkackt. Und wie gesagt, wenn die hier nicht hinpasst, dann passt die hier nicht hin. Wir können hoffentlich noch erweitern oder wir müssen halt das dann irgendwie umbauen. Aber wenn das hier wegfallen würde, wäre natürlich cool. Gut, zurück zum Thema.
Hier kommt der Yellow Cake rein, das fülle Wasserstoff, das macht angereichertes Uran, was wir benötigen, und das abgereicherte Uran für später. Gut, das kommt, das sind dann 0,7 oder 1,5, insgesamt 3. Die 3 kommen hier rein, richtig? Oder ich gerade falsch? Nee, ist schon richtig. Es kommen 3 kommen hier rein, mit 0,75 Stahl wird das zu einem Uranbrennstoff. Das kommt hier in ein Zwischenlager. Und wenn ich mich nicht irre, brauche ich dann nur noch den Uranbrennstab, oder? Bin ich hier gerade. Also für das Gerät. Ich weiß, es wird wahrscheinlich hin und her, aber ich hoffe, dass wir da schon mehr Plätze haben in dem Fall. Wo war das? Da. Oder? Doch, kein Reaktor. Uranbrennstoff, Wasser. Und damit mache ich Dampfhochdruck. Und Atommüll. Was vielleicht aber eine Überlegung wäre wiederum. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Lass mich denken. Das war unter Lagerstätte gleich, ne? Weiß nicht, unter Lagerstätte? Unter was fiel das? Hier, Wärmespeicher. Der kann Dampfhochdruck aufnehmen, in Hitze plus Dampf umwandeln und kann dann diesen Dampf plus Wasser wieder in Hitze umwandeln. Das Wasser, der Dampf wird in Hitze plus Dampfdruck los. Den können wir zurückwandeln und später können wir aus Wasser und Hitze wieder Dampf machen. Richtig? Richtig. Richtig? Richtig. Richtig. Bedeutet, eigentlich wären solche, 3, 4 solche Speicheranlagen dazwischen gar nicht doof, oder? Weil wenn was ist, dann haben wir ein Zwischenlager. Und ich glaube, das ist schon nicht doof. Aber wenn der Reaktor mal runterfahren müsste, dann haben wir, lass mich raten, Grippe? Ja, Grippe ist wurscht. Die paar Leute, die mir da wegsterben, sollte schon nicht so schlimm sein. Gut, lass mich nochmal gucken. Oder wir können mit Dampfdruck los, den wir in Tonnen wieder kriegen. Oh, das machen wir. Damit machen wir eine thermische Entsalzungsanlage. Alter, der Brainfuck hoch 10. Damit machen wir uns wieder Wasser. Wir haben davon ja tonnenweise dann. Wir brauchen minimales Meerwasser, um gut Wasser zu kriegen. Und damit können wir einen Tank wieder auffüllen, mit dem wir den Reaktor kühlen. Mein Hirn gerade. Boah, mein Hirn geht gerade steil. Okay. Ich habe wieder nichts gemacht, ich habe nur gelabert bis jetzt, ne? Gut, wir haben hier Brenn... Ich krieg hier wie viel rein? 3. Ein Reaktor braucht. Ich könnte sogar 2 betreiben, aber ich hab wieder ein bisschen Backup, mach wieder ein Lager rein, dann ist alles gut. So, ich würde auch sagen, dass wir hier den Stand so machen, dass wir hier nochmal ein großes Lager. Und ich hoffe, dass das. So. Beide Kabel werden hier angebunden. Warum mache ich das? Weil ich es kann. Hier kommt Uranbrennstab. Genauso hier Uranbrennstab. Weil im Grunde produzieren wir doppelt so viel, wie wir benötigen. Aber ich glaube, mit der Idee, die ich gerade habe, können wir uns relativ viel Energie auch machen. So, bedeutet, wir haben dann dieses Zwischending. Da ist der Uranbrennstab. Ich weiß nicht, ob ich die Produktion ein bisschen abseits halte. Oh, das ist jetzt gerade echt fragwürdig, ne? Also Gestein muss eh hier halb rein. Hier muss Uranerz rein. Das wird eh befüllt. Genau. Ah, was wir noch brauchen, ist natürlich die Giftschlammanlage. Die Frage ist, wo setze ich das lieber hin? Abwasser, Giftschlamm, was kriege ich raus? Dafür brauche ich Sol. Oh, Game Changer. Wisst ihr, was der Game Changer hoch 10 ist? Ich produziere ja hier, ich produziere mit dem anderen Ding Sohle. Bedeutet, diese Sohle kann ich hier reinschmeißen, bedeutet, ich brauche kein Sohlelager mehr. Damit kann ich 108 verarbeiten. Wie viel produziere ich hier? Nur 9. Das ist ja eh Ewigkeiten. Ja, dann sind wir richtig gut. So, dann würde ich nämlich sagen, wir nehmen eine Rohrleitung 2.
Und setzen die hier hinten so ran. Oh lol, das... Und ich frage mich, warum er das so komisch macht. Ja. So, okay. Das ist die giftige Schlammanlageabfuhr. Wait. Flip. Hier kommt das Zeug rein. Alter, ich muss diese Anlage gerade überdenken, weil das wird, ist der größte Mindfuck gerade in meinem Kopf, was hier abgeht. Also ich krieg den drucklosen Dampf am Ende raus. Okay, aber das ist rein theoretisch eine komplett andere Anlage. Aber wenn ich es richtig mache, könnte ich damit meine komplette Wasserproduktion auf den Kopf stellen. Weil ich einfach Tonnen an Frischwasser habe. Also wie... Oh, hier. I see a problem. I see a very big problem, I think. Oh, oh. Oder wie war das hier? Ach nee, deswegen qualmt ihr down, weil wir nichts mehr produzieren können, oder? Was, warte mal, wie habe ich das hier geregelt? Was hat Priorität? Ich habe volle Wassertanks, das ist gerade einfach der Mindfuck hoch 10. Ich habe tonnenweise Wasser auf Lager. Alter, ich bin lost in meinem Schädel. Ist das scheiße. Ich brauche hier ein Lager. Ich werde hier ein... Warte, was war... Wie war das? Das Filtermaterial kommt in sowas rein, ne? Ich gebe hier nur einen kleinen Hinweis. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. Du bist Filtermaterial. Filtermaterial. Ich bin blind. Halb voll mindestens. Und wir nehmen den Anschluss jetzt hier. So, gut. Gut, warte mal. Ich muss gerade mein Hirn... warte mal, wir müssen das mal kurz hier ausschneiden. Eine Sekunde bitte und diesmal nicht aus Versehen irgendwas Falsches klicken. Du kommst mal kurz hier hin. Gut. Da kommt's rein. Hier kommt Frischwasser raus. Ich bin mir noch überlegen, wie ich die ganze Anlage gerade baue, ne? Ich bin gerade überlegen, ob ich das einfach hier so hinstelle. Wo brauche ich für Frischwasser? Eigentlich nur zum Kühlen und für die Anlagen. Bedeutet, ich kann das in die Richtung stehen lassen, richtig? Richtig, so. Weil dann geht hier das Kabel so rum. Und verbindet sich hier so. Um das Wasser halt wieder ablaufen zu lassen. Was wir hier machen, ist so ein kleiner Minispeicher, der befüllt werden soll. Für die Sohle, weil du machst nur das da. Gut, wenn wir Schlacke... Tue ich hier irgendwo auch Schlacke produzieren bei einer Anlage? Bei dir produziere ich Schlacke. Bedeutet... Das ist der Schlackeanschluss noch. Super. Weil das ist dann der Zwischentank für den Reaktor. Ich will hier aber eine riesige Wasseranlage hinsetzen, die sonst genug Tonnen an Wasser auch hat, die wir nutzen können. Ich will bloß, dass der immer voll ist und ansonsten hier die Reihe aufgefüllt wird und da wieder sonst ein Backslot ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Alter, ich habe gerade so den Mindfuck in meinem Schädel. Ich sag's euch. Gut, dann haben wir den Reaktor. Ich glaube, ich flipp den lieber.
lasse ein bisschen Abstand dazwischen. Wir brauchen hier kein großes Durchkommen. So. Ich bin mir überlegen, ob ich wirklich alle Kabel verbinde. Ich glaube, wir brauchen relativ viel Wasser, oder? 96 Wasser macht 96 Dampf. Ich verbinde trotzdem zweimal mindestens. Obwohl, es schaut echt schon geil aus, wenn wir alle verbinden. Alle drei daran. So. Gut. Hier kommt Dampf raus. Die 96, um genau zu sein. Das ist schon brutal. Pro Minute 96. Obwohl, warte mal, wie viel kann ich mit einem mit 96 betreiben? Wir reden aber hier von Hochdruck. Hochdruckturbinen. Ich hätte dich echt bestärker, aber. Hä? Wait, mache ich gerade diesen kompletten Scheißaufwand? Für das da? Nee, warte mal, ich kann zwei von dir. Also für das da. Der auf. Okay, dafür kann ich. Ich könnte das doppelt machen. Aber trotzdem, hä? 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 Hier steht was anderes. Ich bin verwirrt. Was ist denn die Anzeige dann? Habe ich nicht gerade den aufgestellt? Oder ist es der Leistungspegel mal 3 und dann muss ich schauen, dass die Reaktorwärme relativ... Wir müssen das Ganze in Betrieb setzen, ansonsten gleich kann ich, habe ich absolut keinen Plan, was ich hier gerade tue. Das ist gleich der Sinn dahinter. Und dann haben wir das Problem noch mit der Lagerung, ne? Weil die gibt es ja auch noch. Jetzt ist die Frage, wo ist die blöde Lager hin, dieses Endlager? Und lass mich ran, das fällt wieder unter Lager. Alter, das ist fucking riesig. Ich bin mir das nicht sicher. Ich glaube, ich tue das woanders dann hin. Bring das wohin, wo ich nicht weiß, was ich damit tun soll am Ende. Kann ich atomaren Müll wo lagern? Ich darf atomaren Müll nicht lagern. Ach so, ja. Ich weiß schon. Aber der muss ja da rein. Ist das eine Endlagerung radioaktiver Abfälle? Das wird noch dümmer. So, hier kommt Dampf. Alter, mein Hirn. Mein Hirn. Gut. Hier kommt Dampf raus. Fällt wieder hier drunter. Hier mein Wärmespeicher. Kann ich den flippen? Dankeschön. Warum soll hier eigentlich normaler Dampf rauskommen? Das verstehe ich noch weniger. Verstehe noch nicht so ganz den Sinn dahinter, warum ich hier zwei Ausgänge habe. So. Dann kommt das eine Kabel, was wir hier noch haben. Oh geil, das passt genau. Alter. Will ich den Durchsatz am Ende von dem Ding wissen? Gut. Ich weiß echt nicht, was ich... Da kommt einfach mal so ein Abgas-Schornstein hin. Holy Mother Hill. Gut, okay. Was baue ich hier? So, warte mal.
Ich will mir überlegen, ob ich gerade überlege, ob ich das Ganze schon anfangen zu bauen. Aber ich könnte gleich noch 4 Stunden rumtüfteln. Also, Wasser geht hier rein, dann kommt hier Wasser rein. Der Dampf. Das Dampf kommt hier rein. Ladevorgang ist Dampf. Entladevorgang ist hier. Dann ist es aber schlauer. Wenn ich das jetzt hier wie folgt mache, warte. Ich schreiß dich nochmal ab. Dann setze ich hier einen Rohrausgleich heran. Und eine Umfahrung, die bis, sagen wir mal, hier geht. Primär bist du. Hier hinten kommt der dran. Primär bist du. Bedeutet, der kommt raus, geht außen rum. Wenn es nicht mehr geht, schickt das hier rein. Dampf kommt erst hier raus, wenn hier nichts mehr drin ist. Dann wird der Tank benutzt. Ansonsten wird das Wasser, was hier reingekommen, umgewandelt in Dampf. Und der drucklose Dampf geht in eine riesige Entsalzungsanlage. Ich weiß es so nicht. Alter, mein Hirn raucht einfach nur noch. Ich sag's euch. So, warte mal. Also, warte mal. Dampfdrucklos, genau. Euch brauche ich. Ich lasse mal ein bisschen Abstand dazwischen. Ich stelle mal 4 von den Dingern auf oder so. Würde ich sagen, fürs Erste. Der Sinn dahinter ist ja, dass wir den kompletten Ablauf reinkriegen, ne? So. Dann haben. Aha. Okay, und hier lang. Das System kann jetzt also noch mehr aufnehmen, notfalls. Also es passen hier noch 3 hin, würde ich sagen. Und notfalls kriege ich gleich hier noch einen reingeballert. Wir haben ja hier irgendwo Sohle gebraucht. Genau, hier. So. Das ist der ruhigste Bereich. Das ist das Katastrophalste und das wird irgendwie dann schon so mehr. Ich werde dann nachher die Meerwasserpumpen, die ich hier habe, anpumpen. Also die hier zum Beispiel. Machen die unterschiedlich viel? Nee, das ist komplett wurscht. Ich kann also hier von den 2 auch rein theoretisch nehmen. Es ist alles so leck mich verwirrend. Also, da muss ich das umschalten. Nee, ich kann nicht nur umschalten, was reinkommt und rauskommt, ne? Okay, nein, das passt schon in Hochdruck. 3000%. Und dann hierum darum Löffelstiel. Ich setze das mal wieder in die Ecke. Ich hätte es jetzt circa hier vorgesehen fürs Erste. Das ist mein erster Testreaktor. Don't hate me on it. Das ist mein erster. Ich weiß nicht, wie gut das auch funktioniert, das ist die andere Sache. Der Wärmespeichersystem ist zum Beispiel auch eine komplette Erfindung von mir jetzt. Und daran soll einfach 2 solche Systeme angesteckt werden. Also die Hoffnung ist, dass ich da mehr anstecken kann, aber ich kann das ja dann abführen und dann hier hinten in Reaktorsysteme reinbauen. Wisst ihr, was ich meine? Was aber eigentlich gleich immer wichtig ist,
dass ich zum Beispiel hier an die Ecke bei dem Rohrsystem das hier einstecke und notfalls eine Hauptleitung hier dran setze. Das mache ich jetzt nur aus ästhetischen Gründen, das hat keinen anderen Grund. Einfach weil es cool ausschaut, finde ich. Und jetzt den Schornstein genau hier dran. Das ist der Überlauf wieder. Das kriegst auch in, obwohl notfalls, du solltest gar keinen Überlauf haben, sonst gehst du dauernd raus. Du hast einen Tank. Wasser rein, Dampf raus, Atommüll raus. Genau. Dann brauchen wir aber noch eine Ladestelle. Also ein Hafengebäude. Frachtdepot 2 sollte eigentlich vollkommen reichen. Ungültige Platzierungshöhe muss innerhalb der Höhe 2 oder 5 einschließlich platziert werden. Oh Gott, okay. Also muss ich das erst anhöhen. Aber bedeutet, ich kann den auch bauen dann. Das werden wir gleich in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dieses Chaos langsam zum Leben erwecken. Also, bis dann.